Der Sander hat vor einiger Zeit ein Video von MetPro gesehen, in dem Metal seinen Freund Proto mit einem neu erstellten Account in GTA getrollt hat. Und das war so eine gute Idee, dass der Sander einen Monat Wartezeit und 178 Euro in die Hand genommen hat, um sich einen Ur-Account zu besorgen, mit dem er Barmer trollen konnte. Er hat Dodo in die ganze Geschichte eingeweiht, damit er Barmer dazu bringt, GTA zu spielen. Damit Barmer aufnimmt, hat Dodo ihm gesagt, dass er gern seine Sicht in einem Video haben möchte, und so war der Grundstein für dieses Video gelegt. Schaut bei MetPro vorbei, und jetzt legen wir aber mal los. Steht ein Savage. Wo steht da ein Savage? Ah, ich habe mein persönliches Arsenal noch nicht aktiviert. Fuck it. Ja, klappt schon. Der ist aber ein cooler Typ. Amaps Set heißt der. Ist auch deutscher Typ. Der kennt auch Thunder und so. Ich glaube, ich werde mit nicht vollem Fliegenskill kein Heli-Duell gegen Parma gewinnen. Ich habe eine bessere Idee. Ich werde einfach in der Nähe hinfliegen und snipen. Und ich hole mir das Snoop-Bike, weil damit habe ich heute auch was vor, dass ich Snoop-Bike. Ich hoffe, Parma nimmt das nicht zu ernst. Also Parma, du wirst das Video sicherlich sehen. Bitte, ich war nur Spaß. Ja. BF raucht Neuses. Ja, werde ich ein paar Mal mit dem Übergang gehen. Ich darf nur aufpassen, dass er jetzt hier nicht hier einwegschießen kommt. Ne, der krebs da hinten rum. Fliege ich Upside Down zu ihm hin oder nicht? Eigentlich sollte ich Upside Down zu ihm hinfliegen. Ja, ich fliege Upside Down zu ihm. Aber ich mache einfach halt nur so lalalala. Ich bin ein ganz normaler Loopbiker, ich habe hier nichts verloren. Werde ihn auch noch nicht anvisieren. Da ist er. Schlackalackalu, Schniegelidu. Okay, er schießt auf mich. Sauber, Parma. Wegport! Parma Port ist bei sowas immer weg. Der kleine Knilch, der Junge! Der kleine Knilch! Und den ist er noch! Ja, den alten Bruder! Der war gefühlt nicht auf. Oh, ich glaube, der geht in ein U-Boot. Wo ist denn? Der war nicht auf meiner Höhe. Ja, er geht in ein U-Boot. Aber gereitet, da ich upside down bin? Jetzt hat er sich weggeportet. Nein, er ist gestorben! Er ist einfach gestorben! Er ist abgestürzt und ich krieg's nicht als Kill, nein! Nee, da kommt jetzt sowas wie von dir, Frau. Frau innen. Was ist er da im Wasser? Er ist upside down! Oh mein Gott, er ist upside down! Das ist das erste Mal! Meinst du, was? Er ist upside down? Meinst du, ist der Typ, der Amap ist der? Ich glaube, das ist der, ja, das ist der Mann davon, das ist so. Der Noobbike! Ach du Scheiße. Ja! Upside down! Ich bin der Allerbeste! Get's the end! Ich werde mich hier aufs Dach setzen und jetzt thermal snipen. Äh.
Nee, warte, wo ist mein Helm? Oh, what's going on? Das wird nicht welche. Da ist direkt ein Waffenladen. Kleidungsladen, hol ich mir da kurz eine Vierfachlinse. Parma hat als erstes angegriffen. Will ich dir nur kurz anmerken. Parma, du hast zuerst angegriffen. Inzwischen. MC-Präsident Darrow ist ja nur bald wieder. Du hast auf mich geschossen, du Knecht. Kriegst gleich eine Rakete in die Fresse, Alter. Warte. Nein, treffe ich eh nicht. Okay. Muss ich Raphael. Komm, benutze das MP2. Habe ich noch die alten Legende bin von damals? Nee, Digga. So. Er macht ernst. Nee. Oh, oh, ich bin hart am Strageln gerade. Oh, ja. Ja, ah, fuck it. Mann, scheiße. Jetzt haben wir nicht Parma, du hast es aber nicht ab, ne? Das meinte ich mit Parma ist nicht schlecht. Nicht so viel Evo machen, das ist es langweilig für den Guten. Jetzt macht der Evo, Digga. Was soll er mich anmachen? Sag mir, dass du ein Knecht bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Knecht bist. Das ist Spaß. Die Neigungswinkel des Deluxes halt. Das wäre jetzt ein bisschen meine Chance gewesen, aber da war ich mir nicht sicher genug. Yo! Aber ich bin auch scheiße geflogen, aber Respekt mal Evo. Aber die Sache ist, ich habe halt kein scheiß Ball zum Sniper oder whatever. CO. Ich habe halt wo war hier nochmal Inventar? Wo war nochmal Juggernaut? Da. Hat sich den Juggernaut bestellt. Ich hole Fahrrad. Ich hole Moped. Sag tschüss. Ich habe ja kein Juggernaut auf dem Account, das ist bad. Ich hau mal ein bisschen ab. Und überleg mir, wie ich jetzt gegen den Juggernaut. Nee, brauche ich gar nicht. Ich fahre einfach weg, weil dann würde er den Juggernaut ausziehen, weil er mir halt nicht hinterherkommt. Ich werde auch gleich ein bisschen provozieren und schreiben Better Luck Next Time. Maybe next time, du Hurensohn. Ich schreibe Better Luck next time. Maybe next time, du Hurensohn. So, weggeportet. Kein Bock mehr. Jetzt gehe ich auch diesen Spaß an. Das ist ja unmöglich hier. Mein Newton-Freund anzugreifen. Wer, dieser Grüne? Ja, bitte. Ja, den schmeiß ich auf jeden Fall raus, Alter. Was sieht er, ja. Er hat sich einen Laser an. Er hat sich seinen Laser bestellt. Das ist ein Problem. Parmas Laser ist nämlich wendiger als Parmas Laser ist wendiger als ein normaler Laser, weil der ist gemoddet. Und Parma kann mit seinem Laser halt enge Kurven fliegen wie ein B11. Das macht's für mich nicht besser. Sagen wir so. Hab ihn. Das Fragteilfliegen ist. Okay. Das Fragteilfliegen ist immer sehr, sehr ungesund. Du hättest mir das früher sagen müssen, dann wäre ich schon im Kampf gewesen. Oh, er hat sich einen Nightshark bestellt. Strong. Ich fahre jetzt mit seinem Nightshark rum. Ja, ich kann sogar rumfahren mit dem. Soll ich versuchen, mit seinem eigenen Nightshark zu überfahren? Ja, perfekt, Digga. Der Profi, Digga! Der Profi!
Er hat einen Panzer bestellt. Fick dich, Papa! Fick dich in den Arsch! Er kommt mit einem Panzer! Der kleine Knilch, Alter! Bobby. Okay. So, du willst. Ich kann mir vorstellen, dass Parma irgendwo unten ist. Jo. Gut, dann mache ich, dann krieg ich das Geld zurück. Ich krieg das Geld zurück und er hat seinen Spaß. Ich meine, ich habe auch meinen Spaß. 5000 Analysierung, Parma Exotic. Das war nicht Bestandteil des Plans. Ah, hier drunter kann man doch orbital werden. Ja, natürlich, Digga. Wusste ich nicht, dass man hier drunter noch georbt werden kann. Als ob der durchging! Als ob der durch... Hä? Der geht durch? Lol. Das wollte ich eigentlich nicht. Womit kommt er raus? Der Fuß. Ich werde links rumkleiden, da ist es für mich unnatürlicher. Ja, fliegen 40. Jibbi! Oh, er ist Spaß. War gar nicht mal so dumm von ihm. Magst du herkommen, Dodo? Mhm. Ja, okay, Digga. Ich weiß nicht, was bei mir gerade los ist mit bei dem Typen. Ja, ich habe einfach absolut gar keine Bombe mehr bis jetzt getroffen. Sehen wir uns abfuckt. Kannst du dich porten oder so? Ah, das sind. Heli braucht keinen Skill! Ja, man weiß halt, ich fliege immer, au. Oh shit, not good. Nein, ich hab mich nicht rechtzeitig porten können. Das wäre aber close gewesen. Gut, dann komm aus deinem Heli raus und spiel am Boden! Egal, der Spaß geht weiter. Porte sich weg. Sag mal. Ich hole mir mal ein Savage und fliege damit in die Stadt. Ja, ich sehe mich auf alle. Ein kleines Ramstu. Er kommt wieder raus. Außer dein Ding in meinem Mom. Mehr darfst du nicht rammen. Okay, du hast gerade gesagt, dass ich deine Mutter ficken soll. Nee, darfst. Das ist ein Unterschied. Na komm, flieg weg. Oh, er stingert. Ja, der hat einen Savage. Der hat einen Savage. Wenn, er hat einen Savage. Ja. Meinst du, komm, soll ich im Busser challengen? Komm. Ich bin gerade mit dem Gas ab. Er ist auf Raider gegangen. Ich bin aber direkt hinter ihm. Ich weiß. Wo ist er? Ich bin direkt hinter ihm. Und voll in seiner I will find you. And I will kill you. So, ich spring ab. Dann werde ich Paar mit meiner Sniper begrüßen. Oder sitzt im Bussard. So, Spruzat versus Spruzat. Ich bin mir ziemlich sicher, der Bussard wird gewinnen. Lol.
Lol. Ja. Ein Savage über mir. Oh, ich komme. Toll gemacht, Dodo. Wirklich toll gemacht, Dodo. Und jetzt werde ich von ihm genervt. Geh. Okay. Oh mein Gott! Ah, oh, Digga, Turbulenz ist gegen einen. Ja. Ich hab's in der Aufnahme gesagt. Ich hab's in der Aufnahme gesagt. Okay, du. Du Bike. Gut, wir warten, dann passiv gehen oder mein Bike stellen. Ja, nicht? Jo. So. Böse, das Handa. Ganz böse, das Handa. Ich bin auf so viele Ebenen verstört. Er geht passiv raus. Wenn der passiv kommt, wird ein Savage einmal hoch. Mhm. Und? Ja, mal lieber. Oh, er ist draußen, ganz normal. Einmal hoch. Ja. Passt. Wir müssen gucken, wenn er sich einen Loopback bestellt. Muss es halt wieder binden. Ich war mit Terror bei der Wahl. Mal gucken, was sie dazu sagen. Jetzt, Motorrad von irgendjemand eingeladen. Oh, Hulu ist raus. Hulu ist ein Rentner. Oh ja. Jetzt machen die mein Terabyte kaputt, die Bösen. Das macht doch vielleicht. Wow! Ja, was hast du erwartet, Junge? Was hast du erwartet? Was hast du erwartet, Alter? Muss upside down. Ist er upside down? Nein. Sieht nicht so aus. Nee, ist er nicht. Ich denke mal, dass er sich eh verpissen wird, wenn er klug ist. Er ist upside down. Ja, da bin ich upside down, Jungs. Und Parma weiß, was ein Upside-Down-Nubike mit einem Hunter macht. Er weiß es. Guckt ihn euch an, wie er es weiß. Er weiß es ganz genau, was ein Upside-Down-Nubike mit einem Hunter anstellt. Er weiß es. Das kann es echt nicht sein, ich flieg nach hinten, warte. Der geht schneller als höher. Das schaffst du nicht. Doch, easy, komm. Ich flieg davon gerade, ja. Scheiße. Der kann das ewig machen. Ah, der ist nicht schneller als wir, oder? Nein, ist er nicht. Wobei theoretisch ist, wenn er richtig fliegt, perfekt hat er genau nur bei. Ist es schneller als ein Hunter. Upside down 1v1. Laser. Der ist nämlich auch sehr schön lackiert. Na, sie hatten den Jet. Den Face, Mika Post oder Fatze eigentlich. Ein Jet? Ja, von oben aber. Von oben, ja. Ja. Ah, chillig, alles gut, wir rauchen nur.
Holen dir. Ich krieg keinen Winkel, Dodo. Das Ding an voll. Ja gut, aber mein Stück doch. Er fliegt hoch. Ja. Da 3, 2, 1. So ein Spaß, Digga. Meinst du gehört dazu, zu dem anderen? Nee. Nee? Obwohl doch 187 könnte sein, der ist deutsch. So, dann mal wieder mal. Okay. Wenn die beiden mit dem Jet geholt, helft den beiden mal. Nicht, dass der mir jetzt hier noch die Show versaut. Ding ist eher so, also der Jet sollte mit Parma und Dodo beschäftigt sein, also. Ich glaube Parma hat Expo Snapper. Voila! I have returned! Gut, lieber Leute! Der andere Spaß kommt auch, aber er holt ihn. Der Amazeset ist es, glaube ich. Ja, er hat ihn. Ah, oh, Ehrenmann. Wenigstens ein Problem weniger, als wir sehen müssen. Mit fucking orangenen Laser, er hat sich. Ah, oh, Ehrenmann. Ich glaube, dass ich dümmer bin, als ich bin. Er hat gequittet, nein! Okay, dann lösen wir es auf. Weiß nicht. Ah, er hat sich gemütet, glaube ich. Ja, hat er. Ne? So. Ja, ist das Zelt, weil du kassiert hast? Ne, ich bin nicht Zelt. Also mir ist das relativ egal. Ich meine, ich bin halt GTA komplett gequittet. Ich habe halt jetzt nur eine Ausnahme gemacht, das zu spielen. Wegen Dodo. Ich meine, ich habe jetzt GTA seit 2 Monaten oder so nicht mehr gespielt. Und ja, ich werde es auch nicht weiterhin. Ich werde es auch weiterhin spielen. Vielleicht mal auf PC. Aber. Das war's eigentlich. Also ich bin GTA aus GTA komplett raus. Da bin ich nicht mehr nett. Also wer GTA noch ernst nimmt, Digga. Cringe. Kann es sein, dass du YouTube machst? Ne, ich mach kein YouTube. Ist Dodo Parma der kleine Lügner. Ich will nur einen Clip für Instagram editieren. Kein Wunder, dass YouTube Downloader. So. GTA. Cool. Ja. Test. Er spammt so mit seiner scheiß Marksman auf mich, Digga. Was ist das für ein Knecht? Kannst du dir nicht vorstellen. Der dumme Homo Sapien. Du bist eh bad. Ich bin ein Birdie Dissander. Oh, das ist besser. Du bist viel schlauer. Kein Wunder, dass du GTA Quiz bis E-Bad, ja. Ja. Wenn man 2 Monate nicht mehr gespielt hat, natürlich ist man dann bad. Jetzt kommt's. So, Lost. Ja, ich bin halt Lost, natürlich. Ich bin sogar ganz Lost. Einen Moment. Oh nee. Rück. Papa, komm wieder. Oh Mann, ey. So, ich muss mich entschuldigen. Ich wollte kurz unterbrochen. Hast du die PlayStation nicht gelesen? Okay. Ich soll den Namen rückwärts lesen? Ja. Bruder, sorry, den Monitor kann man nicht so schnell umdrehen. Warte mal kurz. Also, wer ist jetzt hier der andere Knicks? Ja, warte. Hallo. Ich hab mich schon gewundert. Digga, was bist du für ein ekelhafter Missgestalt? Wie kannst du so dreckig spielen? Also, vor allem. Wärst du Unraider gewesen? Ich hätte dich im Busser zerfällt und das weißt du auch. Weil du schlecht bist in dem Heli. Alter, seit über einem Monat arbeiten wir an diesem Prank. Ich habe 175 Euro für den neuen Account ausgegeben. Sag bitte nicht,
nicht das, das war der Account, wo du das Geld reingesteckt hast. Doch, es war der Account. Warst du es wert? Sag mal ehrlich, warst du es wert? Es war es wert. Es war es wert, ja. Es war richtig, es war richtig schön zu sehen, wie du vor mir weggeflogen bist, als du das als ich Upside Down auf dem Loopback war. Ich hab mich gefragt, wer kann das bitte? Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ich hab mich, wie man die richtig angesehen hat, du weißt genau, wenn einer mit dem Loopback Upside Down ist, der Hunter hat keine Chance. Ich hab mich gewundert, wie du so schnell früher kommen konntest, weil normalerweise hätte ich dich immer cooler zerlegt, teils, teils, und du hättest mich aber aus dem Winkel nicht anvisieren können. Ja! So tief wie du warst. Und Parma, hast du Spaß? Parma? Nee, Parma hat keinen Bock, Parma ist glaube ich gerade weg. Parma hat keinen Bock mehr. Hier kommen die Erzähler, am der Lyrical Gangster. Ich glaube, du tust ihn an die